Hallo und herzlich willkommen hier bei Pikachu 1988 zu einer weiteren besten Games aller Zeiten Stream. Und diesmal haben wir wirklich Super Mario Sunshine, Folge Nummer 4. Ja, und auch Hallöchen an Lunak, der sich schon wieder eingefunden hat. Ich habe jetzt gerade ein bisschen probiert wegen der variablen Bitrate und dann gab es wieder kein Transcoding und dann hat wieder irgendwas nicht gepasst. Aber ich glaube, jetzt passt's. Ich muss noch irgendwie genauer schauen, wie ich die VB hier einstelle, weil Prinzip ist es ja nur so, dass du ja eine Bitrate einstellst und dann die maximale Bitrate und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich damit umgehen muss. Naja, sei es wie es wolle, muss ich noch einlesen. Wer glaubt? Ja, also auf jeden Fall, jetzt gibt es zwei Änderungen bei Super Mario Sunshine. Die erste betrifft das Spiel selbst. Es wird jetzt nur noch Englisch sein. Das liegt einfach daran, wegen dem Spielstand. Warum ist es das? Natürlich ist es immer noch da. Hör auf damit. Ich habe nach Spielständen gesucht und ich habe nur ein Safe Game gefunden, der möglich ist, aufgrund der Tatsache, dass sonst alle 100% schon durch sind und ja. Der hier hat 41 Shines, also er ist nicht so weit davon entfernt wie der von meinem ursprünglichen Safe. Und ja, es sind natürlich jetzt andere gemacht, so weiter und so fort, aber immerhin, wir sind noch relativ in der Ding, wo wir sagen können, da können wir uns noch etwas austoben, bevor das Spiel dann beendet ist. Ja, genau. Das ist jetzt quasi so die Sache. The Shell Secret. Der erste Schein, den wir versuchen zu machen. Oh toll. Der Weg dahin ist ja schon ein Abenteuer, ey. Dann wird der Weg da drin wahrscheinlich noch ein weiteres Abenteuer. Kann ich jetzt nicht mehr. Warum kann ich jetzt nicht speichern? Ach komm schon. Willst du mich eigentlich verarschen? Warum kann ich denn jetzt nicht speichern? Jetzt funktioniert ja. Das fragt man sich schon. Warum laden? Das ist doch Speichern. Achso, ich muss ja Shift F1 drücken. Ja, genau. Da habe ich wieder falsch gedacht. So, jetzt passt. Ja, warte mal, ich habe doch da was gefunden. Ja. Jetzt geht aber wahrscheinlich erst, wenn ich das beende, einen Widescreen-Fix. Wie sieht das Spiel weiß? Für was benutze ich eigentlich einen kabelgebundenen Controller, wenn er dann doch nicht springt, wenn ich drücke? Hat das irgendeine Sache? Ist das so eine Sache? Aber wenn man drückt, einfach nicht passiert. Ja, und jetzt gerade schon wieder. Oh,
probiere das jetzt einfach mal, dass hier irgendwas explodiert ist, oder keine Ahnung. Wo müssen wir denn hin? Wie überhaupt hier richtig? Weil das Teil ist da drüben. Warum gehe ich eigentlich hier diese roten Dinger hoch, die wo anscheinend gar nichts zu bedeuten haben? Gut, ich meine, ich könnte von da vielleicht da hinkommen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Da muss ich. Ich frage, ob ich von hier aus rüberkommen könnte. Könnte ich ja mal probieren. Habe ich mir jetzt einen Haufen Weg gespart. Da war es. Ja, danke einfach. Weg. Weiter diese ganze Scheiße. Oh. Jetzt. Aber da auch rüber. Könntest du bitte die Kamera so hinstellen, dass ich auch was sehe? Danke. Kamera. Fick dich, Kamera. Fick dich einfach. Fuck this shit. Fick dich. Aber wenn ich doch... Hä? Aber ich muss doch da irgendwie rüberkommen. Oh, warte mal. Komm, rüber. Sein oder ist die unter mir? Ist die bei mir oder ist die? Weiß ich, keine Ahnung, ich sehe sie ja nicht. Wo ist die blöde Muschel? Da oben. Da unten. Überall. Weiß das schon, ich weiß es nicht. Ich sehe sie ja schließlich nicht. Nein! Also, es geht doch. Warum nicht gleich so? Jetzt kommt erst das Schwierige. Kamera. Das ist nicht auf die Seite drin. Wie soll ich wissen, was vor mir ist, wenn ich die Kamera nicht drehen kann? Jungs, ey, Alter! Ja, das ist da eine Scheibe. Da ist eine Scheibe, okay, verstehe.
Willst du von mir jetzt einen Walljump darüber oder wie? Nein, du. Ich mach keinen Handstand mehr, ist auch gut zu wissen. Was war das jetzt? Was? Könntest du. Bist du blöd? Was machst du denn da? Kannst du mal bitte diese Scheißstange hochspringen? Meine Güte, was hast du für Probleme, Mario Matrei? Das ist doch. Halt dich jetzt da fest, du machst dich. Ja, aber hä? Wie soll ich jetzt da kommen? Willst du denn jetzt schon wieder von mir? Was verlangt denn jetzt von mir? Ja.
Ich kann auch nicht nach drüben. Also ich kann nicht sagen, ich will jetzt da den Volt Jump auf die Seite machen. Das geht nämlich nicht. Was ist das denn jetzt von mir? Okay, komm, das ist nicht genug. Da geht's irgendwie nicht. Warum springst du denn jetzt immer so bescheuert, du Idiot? Mann, ich spring doch gerade. Was ist denn dein Problem? Das geht auch nicht. Ja, die Kamera ist für sowas geradezu prädestiniert. Solche Manöver. You!
Folded Shadow Mary. Okay. Nein. Wieder. Ja. Schon wieder. Red Springen! Ist es denn zu viel verlangt, dass du auf dieses Scheißding da trittst? Danke! Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt hin? Also. Das ist die kleine Mistsau. Déjà-vu. Wo denn jetzt hin? Jetzt sehe ich nach unten in den Totenschwung. Das ist wie ein Tod aber. Ah. Was ist das? Hier unten? Aber so, oder? Was? Ah.
Jedes Mal muss man die Kamera genauso verstellen, dass es irgendwie hinhaut. Sonst haut es nämlich nicht hin. Ich werde das nicht vergessen. Ja, halt die Fresse und gib mir den Stern. Red Coinfish. Oh, nein. Sag mal, wie wartet Mario? Busfahrt ist ganz oben, wie immer. Ist das okay? Du kannst dieses Seil als Abkürzung nehmen. Oh, das ist aber nett von euch. So, ich bin gar nicht gewohnt, dass man hier mal etwas bekommt, das man nicht so hart werken muss. Das ist aber eine tolle Abkürzung. Dass sein Großvater oben ist, immer. Wird das schon seine Gründe haben. Oh.
Wo oben? Wir haben schon noch weiter nach oben müssen. Hier wird mir es nicht reichen zu sein. Meister Mario, unsere Leute sind alle zurückgekommen. Um dir Dank zu zeigen, haben wir ein schönes Geschenk für dich. Es liegt am Ozeangrund, also bitte geh da hin und hol es dir. Aber pass auf deinen Leibmeter auf. Ja toll, deshalb bin ich jetzt hochgesprungen, damit du mir das jetzt sagst. Ist es das gewesen? Da wäre ich auch umsonst drauf gekommen. Für was zum Teufel habe ich denn eigentlich jetzt das an? Aha, das ist der Red Coin Fish. Okay. Wo ist er denn jetzt, der Red Coin Fish? Red Coin Fish? Coinfish, wo bist du? Ah. Na? Ah. Was soll das denn? Echt jetzt? Ah, oh, du arschgesichtiges Mistvieh! Jetzt komm schon! Geht doch! Auf dich immer zu zerteilen! Bitte hab! Ja! Ja! Weiß nicht, nervig. Na klar, dass es wieder mit irgendwas verbunden ist, was nur wieder nervig sein kann. Alter, komm schon. Gib doch endlich mal die Coin her, bitte! Danke. So, wo ist die letzte? Da. Da. Gib sie her! Hör doch! Alter! Boah, wie hart kann mich diese scheiß Rex-Coin eigentlich triggern?
nimm sie doch! Was fickt dich doch ins Knie, du... Ja. Also... Du bist mich doch verarscht. Das kann doch echt nicht wahr sein, was ist das hier? Wahrscheinlich nicht. Komm mal hier!
Yippie. On a local rooftop. This news is unconfirmed. Aha. This unconfirmed is, warum sagt das denn? Wie wollen das denn nochmal mit dem Anlauf hier? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hin muss noch. Noch jemand nicht. The Caged Shine Sprite. Den hatten wir aber schon mal. Puh, ich darf ihn nochmal machen. Ist das nicht schön? Hat jemand genauso wenig Bock wie ich drauf? Okay. Nachvollziehen. Aber wir müssen das Treffen nochmal zu holen. Ah!
dürfte noch eine Abkürzung sein, oder nicht? Das ist schon mehr oder weniger eine Abkürzung. Nein! Idiota! Ich mach's lieber auf die Einkarte. Man muss halt die Kamera immer genau einstellen, sonst wird's einfach auch nie was. Ohne Kamera? Das hat einfach nicht. Kamera ist wichtig. Oh oh. Nein! Würdest du bitte den Sprite einsammeln? Dankeschön. Waha! Waha! Da waren es nur noch, was weiß ich, keine Ahnung wie viele. Wird auch nichts anderes mehr angezeigt, außer das. Auch irgendwas, um zu wissen, wie es weitergeht. Bitte weiter, geht weiter. The Secret of the Rita Tower. Da war es, das wollen wir auch schon, das haben wir auch schon gemacht. Darf ich das nochmal machen? Juhu! Freue mich! Irgendwie sind wir da wieder hochgekommen. Naja. Wah! 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 Wah
Ja, ich weiß. Habe ich schon mal gemacht. Ob wir es nochmal hinkriegen. Gut, ich werde es hinkriegen, nur die Frage ist, wie lange es dauert. Aus sehe ich es halt ab. Und wie hoch die Steigung ist, aber so sehe ich halt auch nicht. Blooper, Blooper, Return. Du schon wieder. Kommen wir zu dem hoch. Ja, die Frage. Plattform. Oh.
da ist der Pfeil, das heißt, das ist dann richtig. Mann, jetzt spring, du Dreck! Blöd, ey, wie kann man nur so dämlich sein? Oh!
spring doch nicht immer 5 Meter hoch, komm schon, du bist einfach nur eine Schranke. Dann nimmt er immer genau dann, wenn ich ihn nicht nehmen will. Ja. Nimm ihn, danke. Hallo, jetzt bitte, danke. Red Coins on the water. Überhaupt keine Red Coin. Ah ja, okay. Collect everything before the timer runs out. Gut, dann. Ja, das ist natürlich gleich mal wieder alles. Ja, genau, natürlich. Wo sind die Heftigen?
da ist noch eine gewesen. Wenn ich da hinfahre, irgendwo ist dann irgendwo der Gegner. Dann wo ist die Nummer 8? Genug Zeit, also. Vielleicht haben wir hier noch eine Kiste. Das Areal ist jetzt nicht so groß, dass man es nicht sehen würde. Also wo ist sie? Ein absoluter Witz. Wo ist diese blöde Coin? Sein. Ist ja nicht so, als wäre es so ein Riesengebiet hier. Explodiert der bei so scheiß Bahn oder was? Kann doch nicht sein. Ah, ist sie. Nein!
Himmelherrschaftszeiten nochmal, verdammt. Ich will keine neuen benutzen, ich will einfach nur weg! Dann so auf die Nüsse gehen, das ist unglaublich. Auf die Nüsse, das Spiel geht einem auf die Nüsse. Dabei trittst dir noch in den Arsch. Shadow Mario Revisit. Denn jetzt eigentlich hin? Keine Ahnung. Bin jetzt hingesprungen von da oben. Viele Orte kann er nicht hin sein. Oh. Wo ist er wieder hin? Erzählt, dass der da hochgesprungen ist. Wie? Nee, hä? Wie ist der denn da hochgekommen? Dass das Video von hier aus da hochgekommen sein soll. Thank you.
Oh, ja, genau. Wie viel hält der denn heute wieder aus, ey? Anscheinend ein Haufen. Warum? Du bist mich doch verarscht, das kann jetzt nicht wahr sein. Warum habe ich ihn jetzt die ganze Zeit nicht getroffen? Dann kann ich ihn hier nicht treffen. Warum auch immer. Okay. Na, du bist es alleine. Okay, mir egal. Welches Level haben wir noch nicht abgeschlossen vollständig? Das ist die Frage. Hier haben wir 8 Sterne. Hier haben wir 7. Da nur 3. Den müssen wir auf jeden Fall auch noch fertig machen. Ja, wow. The Sandbird is born. Hatten wir ja, das kennen wir ja auch schon. Ach nein, muss ich das nochmal machen? Oh nein, ich will das nicht nochmal machen. Das war so scheiße. Dieser scheiß Vogel.
Mann. Das hat er natürlich nicht gemacht, ey. Ja klar. Ich will den nicht machen. Nochmal, ich bin jetzt schon gerechnet, dass ich den Eimer mache. Schon beim ersten Mal beschissen. Jetzt muss ich nochmal machen. Voll. Da freue ich mich. Wundervoll, geil. Blöder Vogel. Mag dich nicht. Mario. Ja, der legendäre Arschvogel. Ich weiß genau, wie der ist. Ich hab ihn ja schon einmal erleben dürfen. Hat er mir gereicht. Von dem also diese Mörderkurve geflogen ist. Das war ja das Allerschlimmste an ihm. Aber an sich habe ich jetzt ja alle, bis auf die letzte. Die letzte bekommt man ja. Kommt man ja dann. Genau. Dich. Wow. Second try, hätte ich nicht gedacht. Beginn 3. Okidoki. Okidoki. Pilpantiapiantismus Sense. Wettlauf. Ein Wettlauf. Ich hab da keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich bin Ilpiantissimo. Wir sollten nun zur Flagge laufen. Okay. Oh, einer kann sie uns hier. Der Rekord ist 35 Sekunden. Bereit, dann los! Ich habe ja echt keine Ahnung, wie man hier am besten hinkommt. Okay.
Er zeigt, wie man hinkommt. Ja, und ich bin völlig blöd. Ja, ich hier durch, wie so ein Idiot durch die Gegend. Was? Okay, nochmal. Da. Ach, du bist ganz schön gut. Du bist ganz schön für Speed. Wir werden uns wieder treffen. Auf Wiedersehen. Okay. Ein Schein mache ich noch und dann habe ich irgendwie noch Bock auf History Line. Red Coins in the Crow. Oh, rote Coins im Krallen drin. Oh, hey Yoshi! Ich muss tauchen. Hallo! Erst wenn du sie mal nimmst. Ich will mich eigentlich verarschen. Ich werde schon wieder verarscht. Jetzt nimm sie doch endlich! Du hast auch noch schon nichts gemacht, Minaka, aber diese roten Coins, die machen mir eine Menge Ärger. Ich vor der Nase von denen rumschwimme und er sie partout nicht aufnimmt. Guck dir das an! Nimm sie! Jetzt nimm sie doch! Willst du mich eigentlich verarschen? Nenn sie doch einfach mal, bitte! Sind denn die ganzen roten Coins hier, bitteschön? Hast du abgesehen mal von denen, die hier irgendwie ständig davonfliegen?
obwohl ich sie schon 20.000 Mal hatte. Oh, du geh weg. Lass mich in Ruhe. Sind denn die anderen Coins? Danke. Ich habe trotzdem immer noch viel zu wenige. Wie sehr entspannend Spieler. Ja, total entspannt. Mag ich ja besonders gern. Er schwindet immer von sich aus. Ich glaube, das ist irgendwie so. Das ist genau so gemacht, das ist genau. Aber wie soll ich denn sagen? Im Riff versteckt und hier zwischen Falten irgendwie. Dieses Gebiet ist ja auch nicht wieder riesig und trotzdem finde ich die letzten zwei Minuten.
Wir speichern nochmal im Schnellspeichern. Also doppelte Sicherheit. Man weiß ja nie. Aber was wir auf jeden Fall wissen ist, dass es nächste Woche weiter mit Super Mario Sunshine geht. Noch der aktuelle Plan. Na gut, ist ja sowieso wurscht, weil Sonntag ist ja dann eh der letzte Tag, also morgen. Da haben wir dann ab 15 Uhr Persona 3 fest, vielleicht zum letzten Mal. Ich werde versuchen, morgen noch ein bisschen zu grinden, um Mattis noch auf ein gewisses Level zu hieven, damit es vielleicht endlich klappen wird, es zu beenden. Das werden wir dann noch sehen. Ja, genau. Dann danke ich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mal wieder die Hinweis bringen. Gerne auf YouTube reingucken, gerne auf Twitter reingucken. Ihr könnt auch auf meine Website gehen und da findet ihr alle bisherigen gestreamten Spiele mit den Verlinkungen zu YouTube und was demnächst kommen wird an Spielen. Wahrscheinlich auch immer ganz interessant für euch, um das mal sehen, was denn als nächstes kommt, wann, wie, wo. Und ja. Ansonsten, diejenigen, die jetzt auf Twitch schauen, können natürlich noch dabei bleiben, weil wir spielen ja jetzt dann noch History Line 1914, 1918. Und für alle anderen, auf YouTube wünsche ich noch einen schönen Abend, später eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.